Hallo zu unserer letzten Ausgabe Hallo Europa, diesmal aus dem Europaparlament in Straßburg. Letzte Ausgabe natürlich nur für dieses Jahr 2014, denn morgen ist der letzte Tag des Plenums hier in Straßburg. Weihnachtsfriede ist allerdings keiner ausgebrochen und eine schöne Bescherung gibt es eigentlich auch nicht. Jean-Claude Juncker hat sein Arbeitsprogramm für das nächste Jahr präsentiert, das sehr enttäuschend ausgefallen ist. Wichtige Richtlinien, vor allem für soziale Europa, werden wahrscheinlich zurückgezogen, die uns Grünen so wichtig. Mutterschutzrichtlinie zum Beispiel, die Standards für den Elternurlaub, auch für Vaterschaftsurlaub gebracht hätte, für die wir sehr, sehr lange kämpfen, wird voraussichtlich in einem halben Jahr vom Tisch genommen. Das ist sehr enttäuschend und auch klimaschutzmäßig ist eher ein Rückschritt als ein Fortschritt zu einem nachhaltigen Europa zu erkennen. Große Niederlage eigentlich diese Woche für das Europaparlament an sich war der Beschluss des Budgets. Das Budget 2015 wird keinesfalls den Herausforderungen der Zukunft gerecht. Es gibt Kürzungen im Sozialbereich, im Bildungsbereich, in der humanitären Hilfe, bei den Regionalförderungen, bei so wichtigen Programmen wie Erasmus zum Beispiel. Und die großen Probleme der ungelösten Rechnungen, die Outstanding Payments, wo auch der Europäische Rechnungshof sagt, wir haben über 326 Milliarden Euro Schulden, die EU ist eigentlich pleite. Auch dieses Problem wurde erneut auf die lange Bank geschoben. Schuld sind die drei großen Parteien hier im Haus, Sozialdemokraten, Konservative und Liberale, die leider dem Europäischen Rat, der hier gar keine zukunftsfähigen Lösungen vorgeschlagen hat, die Stange gehalten hat und hier eigentlich fast, müsste man sagen, zum Totengräber einer offensiven europäischen Politik oder einer zukunftsgerechten europäischen Politik geworden ist. Wir Grüne haben dagegen gestimmt, gegen dieses Budget und werden selbstverständlich weiterkämpfen für ein sozialeres, für ein ökologischeres und für ein demokratischeres Europa, das auch endlich einmal Schluss macht mit dem desaströsen Sparkurs, der zulasten der Ärmsten auf diesem Kontinent geht und hier einen wirklichen Kurswechsel zu einer offensiveren sozialen Politik vornimmt. Ein Highlight für mich diese Woche war, dass mein erster eigener Report, mein erster Bericht verabschiedet wurde. Das waren Unterstützungsbeiträge aus dem Europäischen Globalisierungsfonds für griechische Arbeitnehmer und vor allem Arbeitnehmerinnen. Es ging um entlassene Arbeitnehmerinnen in einem Kaufhaus in der Einzelhandelsbranche in Griechenland. Und hier unterstützt der Europäische Globalisierungsfonds im Ausmaß von 6 Millionen Euro vor allem die Frauen, die hier entlassen werden mussten infolge der Globalisierung bzw. der Krise. Und hier werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vorgenommen und eben Unterstützungsangebote, um diesen entlassenen Frauen eine Perspektive zu bieten. Das war mein persönliches Highlight, ein versöhnlicher Abschluss also für dieses Jahr. Die Arbeit dieses Jahr hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin jetzt ein halbes Jahr Europaabgeordnete. Auch meine Rubrik Hallo Europa macht mir Spaß. Ich hoffe, euch genauso wie mir. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Prosit und guten Rutsch.